Herzlich willkommen zu Statistik Grundlagen 1.8 Variablen Typen in der Übersicht. In diesem letzten Video zum Thema Variablen und Grundlagen möchte ich nochmal die verschiedenen Arten von Variablen gegenüberstellen. Bisher haben wir Variablen eingeteilt in qualitativ und quantitativ, in stetig, in diskret, in manifest und latent, aber immer nur zwei Boxen auf einmal betrachtet sozusagen. Und jetzt wollen wir mal alles in einen Topf werfen. Und das ist eine ganz spannende Übung und ich habe Ihnen hier einfach mal eine Tabelle erstellt, die alles versucht zusammenzubringen. Wir haben auf der einen Seite bisher Variablen eingeteilt in manifest und latent und ich habe das hier nochmal versucht grafisch darzustellen, manifest mit einer Brille, weil das ist das, was ich direkt sehen und beobachten kann, und latent mit einer Wolke, weil das ist, was man nicht so direkt sehen kann, was eher ein bisschen fuzzy, wie man im Englischen sagt, also eher weiche Faktoren sind, die man da erstmal überlegen muss, wie operationalisiere, also wie mache ich sie messbar. Wichtig ist bei Manifest mit der Brille nicht immer dran denken, also es ist nur eine Metapher, es muss nicht immer sichtbar tatsächlich sein, es muss nur objektiv feststellbar sein, vielleicht hilft das eher. Dann haben wir die Unterscheidung in qualitativ und quantitativ. Da geht es ja darum, qualitativ hat im Normalfall Buchstaben drin, deswegen ABC, also ein Name, zum Beispiel ein Wohnort oder sowas, oder ein Name oder eine Haarfarbe, und quantitativ hat eben Zahlen. Und quantitativ habe ich nochmal aufgebrochen in diskret und stetig. Warum habe ich qualitativ nicht aufgebrochen in diskret und stetig? Weil das nicht geht. Eine qualitative Variable kann weder diskret und stetig sein, nur eine numerische, also quantitative Variable kann ich unterscheiden in diskret. Eine diskrete quantitative Variable ist eine Variable, die eine endliche Anzahl an Ausprägungen hat, deswegen hier diese Boxen, zum Beispiel die Anzahl von Personen in einem Raum oder sowas, wo es keine Halben gibt. Also wo ich eine genau definierte Skala habe und stetig, deswegen habe ich hier unten diese Funktion hingemalt, die sagt eben, kann beliebig genau hier unten messen. Und das heißt, es gibt eben keine Boxen, sondern eben kann im besten Fall so eine Verteilungsform entwickeln daraus. Ich habe aber auch gesagt, die Unterscheidung zwischen diskret und stetig ist etwas akademisch. Am Ende kann ich fast alle stetigen Variablen, wie zum Beispiel eine Zeit oder ein Gewicht, das ich potenziell beliebig genau messen kann, messe ich normalerweise in diskreten Ausprägungen, zum Beispiel in ganzen Kilogramm oder ganzen Gramm oder in ganzen Sekunden, und dann ist es am Ende wieder eine diskrete Variable. Aber um das jetzt noch ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich natürlich ein paar Beispiele mitgebracht, und zwar folgende Beispiele. Fangen wir hier oben an, das Burgergewicht. Das Burgergewicht, das habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, wie es gemessen wird, würde man normalerweise wahrscheinlich einen ganzen Gramm messen. Wenn man es aber so offen lässt, dann ist es tatsächlich eine stetige quantitative Variable, die manifest ist, das heißt direkt beobachtbar. Ich brauche jetzt nicht irgendwie eine eigene Skala entwickeln, sondern es gibt schon eine Gewichtsskala, auf der kann ich potenziell beliebig genau messen, deswegen stetig. Wenn ich das Burgergewicht in ganzen Gramm angeben würde, wäre es quantitativ und diskret. Als zweites Beispiel hier die Anzahl an Burger, die ich pro Tag verkaufe, zum Beispiel in einer Filiale oder durch einen Mitarbeiter. Das ist natürlich auch wieder quantitativ, das merkt man gleich, also es ist eine echte Zahl. Und es ist eine ganze Zahl, weil ich verkaufe ja keine halben Burger, das heißt, ich bin in diesem Feld, ich ziehe es mal rüber, quantitativ und diskret, und es ist eben auch manifest, weil ich kann es beobachten, ich kann es objektiv dokumentieren, es erlaubt keinen Spielraum in der Interpretation. Das dritte Beispiel ist dann schon ein bisschen komplizierter, die Zufriedenheit mit dem Service. Und die Zufriedenheit mit dem Service hängt jetzt sehr stark davon ab, wie ich es messe. Und weil das eben, man merkt es schon, die Frage jetzt ist, wie messe ich das denn, bin ich hier auf jeden Fall im Bereich latente Variablen. Das heißt, ich bin hier auf jeden Fall in dem rechten Feld latent, und die Frage ist nun, wo ordne ich es ein? Ich gehe nochmal auf die Übersicht. Es ist jetzt latent qualitativ, latent quantitativ diskret oder latent quantitativ und stetig. Und das kann man jetzt gar nicht so einfach sagen, weil das hängt davon ab, wie ich die Zufriedenheit operationalisiere. Ich könnte das qualitativ machen, indem ich zum Beispiel sage, ich habe die Ausprägung hoch, also ich bin sehr zufrieden, ich bin etwas zufrieden und ich bin
gar nicht zufrieden. Wenn ich das so messe, also mit diesen Worten, dann bin ich in diesem oberen Feld, das heißt qualitativ und latent. Also latent bin ich sowieso, aber eben qualitativ haben wir gesagt, weil ich eben jetzt keine Zahlen habe, sondern ich habe qualitative, mit Buchstaben beschriebene Worte hinterlegt. Ich könnte es aber auch in diese Box bringen, was wahrscheinlich der wahrscheinlichste Fall wäre, nämlich quantitativ diskret. Wenn ich zum Beispiel sage, bewerten Sie die Zufriedenheit mit dem Service auf einer Skala von 1 bis 10, wie es in einem üblichen Kundenzufriedenheitsfragebogen wäre, dann wäre ich im Bereich quantitativ diskret und latent. Es könnte aber auch im Extremfall tatsächlich hier unten landen. Nochmal zur Übersicht, was ist hier unten? Latent und quantitativ stetig. Das wäre dann der Fall, wenn ich es beliebig genau messbar mache. Wie kann ich das machen? Würde man wahrscheinlich jetzt nicht machen, aber man könnte zum Beispiel sagen, ich mache es mal jetzt direkt in das Feld rein, ich habe ein Smiley und einen lachenden, einen weinenden Smiley und dazwischen eine Linie und der Kunde soll bitte im Fragebogen irgendwo einen Strich machen auf dieser Linie, dann ist es potenziell beliebig genau messbar, ja, je nachdem wie genau mein Messinstrument ist, diese Linie zu messen und dann wäre ich tatsächlich im Bereich quantitativ stetig und latent. Aber Sie merken, diese Unterscheidung, wie gesagt, ist eher akademisch und wahrscheinlich nicht so praxisrelevant. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele für Sie, nämlich den Wohnort des Kunden. Wohnort des Kunden, kurz überlegen selber vielleicht, Wohnort des Kunden ist natürlich eine Stadt, Köln, Düsseldorf, Regensburg und deswegen auf jeden Fall qualitativ. Jetzt die Frage, ist es latent, ist es also wolkig oder ist es manifest, direkt beobachtbar und es ist natürlich was, das kann ich direkt beobachten. Ich sehe es den Menschen natürlich nicht an, ob er aus Köln kommt. Aber darum geht es, wie gesagt, nicht so bei manifesten Variablen, sondern die Frage ist, ist es eben, muss ich dafür eine eigene Messart entwickeln oder kann ich es irgendwo objektiv feststellen? Und das kann ich natürlich einfach zum Beispiel, indem ich auf den Ausweis schaue und schaue, was für ein Ort ist da eingetragen. Wohnort des Kunden, manifest und qualitativ. Was haben wir noch? Den Burger-Kundentypus. Ja, also den merken Sie schon, da habe ich wahrscheinlich andere Burger-Kundentypen im Kopf, als Sie das vielleicht haben. Also ich denke zum Beispiel an den Big Mac-Lover oder den doppelt mit Käse-Liebhaber oder sowas oder den Veggie-Lover. Und weil eben jeder hier einen anderen Kundentypus sicherlich im Kopf hat, ist das ganz klar eine latente Variable. Und in dem Fall, so wie ich es jetzt beschrieben habe, wäre es auch eine qualitative latente Variable. Na, also mit Worten beschrieben. Und eben latent. Genau. Und was haben wir noch? Den Umsatz pro Filiale. Der Umsatz pro Filiale ist jetzt eine quantitative Variable. Ich glaube, das merkt man schon schnell. Und in dem Fall ist es eine diskrete, weil es eben endliche Einheiten gibt. Ich kann nicht genauer messen als Cent. Das ist die genaueste Einheit. Darunter gibt es nichts. Deswegen ist der Umsatz pro Filiale quantitativ und diskret. Da habe ich jetzt keinen Platz mehr. Ich schiebe mal das ein bisschen zur Seite. Und dann haben wir das noch daneben sozusagen. Und last but not least die Wartedauer auf den Burger. Das ist auch wieder quantitativ eine Zahl in Zeiteinheiten, aber da ich Zeit beliebig genau messen kann, das hört ja nicht bei Sekunde auf, sondern da gibt es Millisekunde, Tausendsekunde, bin ich bei quantitativ und stetig. Genau, und das waren jetzt so ein paar Beispiele. Ich glaube, das hilft, diese Zuordnung nochmal zu üben. Sie können sich auch mal eigene Variablen überlegen und dann versuchen, die in diese Tabelle einzuordnen. Eine Frage, die in dem Zusammenhang sehr häufig kommt, ist die Frage, was ist denn mit den Skalenniveaus und wie hängen die Skalenniveaus mit dieser Einordnung zusammen? Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, was sind denn Skalenniveaus? Sie haben hoffentlich das Video zu Skalenniveaus schon gesehen, aber diese Grafik hier soll es eben nochmal verdeutlichen. Wir haben drei im Wesentlichen, eigentlich ja vier, aber verkürzt drei Skalenniveaus, nämlich metrisch, ordinal und nominal. Und ich habe das versucht, hier mal so darzustellen, metrisch mit dem Meterstab kann ich eben gleiche Abstände messen, ordinal mit dem Podium, wo ich eben nur sagen kann, wer hat den ersten und zweiten Platz, aber nicht wie viel besser ist der erste als der zweite und nominal mit der Box, wo ich eben nur sagen kann, kommt der aus der gleichen Box, also zum Beispiel aus der gleichen Stadt oder aus einer anderen, aber eben nicht sagen kann, besser oder weniger gut. Und das sieht man hier unten, dann noch metrisch kann im Prinzip alles. Ordinal kann nur sagen mehr oder weniger oder gleich und ungleich und nominal kann eben nur sagen gleich oder ungleich.
So, und wie verhält sich das nun, und das ist jetzt die spannende Frage, mit unseren anderen Einordnungen von Variablen? In dem Fall jetzt zum Beispiel fangen wir mal an mit quantitativ und qualitativ. Hier ist es so, dass man zunächst mal, glaube ich, relativ klar sagen kann, quantitative Variablen, metrische Variablen sind quantitativ. Und man kann, glaube ich, auch relativ schnell sagen, nominale Variablen, die eben keine Zahlen haben, sondern meistens Buchstaben, sind qualitativ. Also das passt sehr gut. Die Frage ist, was ist denn mit der Mitte, mit den ordinalen Variablen? Und hier ist es so, das kann tatsächlich beides sein. Das hängt jetzt davon ab, was für eine ordinale Variable Sie haben. Wenn Sie zum Beispiel Ränge haben, dann ist es was mit Zahlen, dann sind Sie im Bereich quantitativ. Wenn Sie jetzt aber haben zum Beispiel den Schulabschluss, also Hauptschule, Realschule oder so, dann haben Sie eine qualitative ordinale Variable. Also ordinal kann beides sein, metrisch sind quantitativ, nominal sind qualitative Variablen. Die nächste Frage ist, wie ist denn das mit stetig und diskret? Und da merkt man, glaube ich, auch relativ schnell, dass die überhaupt nur stetig und diskrete Variablen sein können, die man irgendwie mit Zahlen ausdrückt. Das haben wir in der Tabelle davor auch schon gehabt. Das heißt, es kommen erstmal nur ordinal und metrische skalierte Variablen in Frage. Nominale skalierte Variablen können weder stetig noch diskret sein. So, metrische Variablen können stetig sein. Und zwar nur metrische Variablen können stetig sein. Stetig heißt ja, ich kann beliebig genau messen. Das geht mit ordinalen Variablen nicht. Diskret kann aber beides sein. Also sowohl metrisch als auch ordinale Variablen können diskret sein, weil diskret sagt ja nur, es gibt eine endliche Anzahl an Ausprägungen. Das kann sowohl bei metrischen Variablen sein. Denken Sie an die Anzahl von Kunden in unserer Burgerfiliale pro Tag, das ist eine diskrete Variable, aber metrisch. Oder eben eine ordinale Variable ist im Normalfall eigentlich oder ist immer eigentlich auch eine diskrete Variable. Zum Beispiel unsere Positionierung in einem Ranking der besten Burgerfilialen. Und last but not least noch die Frage, wie ist das denn mit manifest und latent? Diese Frage kann man pauschal nicht beantworten, das habe ich Ihnen vorhin schon gezeigt. Ich gehe noch einmal hoch. Denn hier also am Beispiel Zufriedenheit mit dem Service hängt sehr stark davon ab, wie ich die latente Variable operationalisiere. Dann kann es sowohl eine metrische, eine ordinale oder eine nominale sein. Das heißt, das kann praktisch, ich mache hier mal eine andere Farbe, manifest und latent kann jedes Skalenniveau haben, abhängig davon, wie ich die Variablen messbar mache. Aber ich hoffe, das hat noch so ein bisschen geholfen in der Einordnung und Sie sind jetzt fit rund um das Thema Variablen und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Kapitel. Vielen Dank.